Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Viele haben es sich immer mal wieder gewünscht, dass ich meine beiden Bücherregale zeige. Und wir starten heute mit dem kleineren Bücherregal mit meinem Expedit. Und ihr bekommt hier schon einen kleinen Einblick darin, wie es bei mir aktuell so ein bisschen aussieht. Und ja, ich denke, wir starten einfach Fach für Fach. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde es nicht schaffen, alle Bücher irgendwie in die Infobox zu packen. Also wenn ihr irgendwie Fragen zu einem Buch habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, dass man es jetzt, auch wenn ich ja theoretisch jetzt im Gegenlicht stehe, dass ich trotzdem euch die Bücher schön zeigen kann und werde euch auch ein bisschen was dazu erzählen. Und ja, wünsche euch jetzt viel Spaß. Wir fangen jetzt einfach mal links oben an. Hier finden wir, ja, Stephen King. Ich habe hier Den Anschlag, eins meiner neueren Highlight-Bücher von ihm und auch Wahn. Das ist noch ein Buch, was von ihm auf dem Sub bei mir liegt. Wer sich jetzt wundert, wo die ganzen Stephen King-Bücher sind, die befinden sich einen Stock tiefer bei meiner Mama im Wohnzimmer. Und da sind gefühlt alle anderen Stephen Kings, die wir haben. Und ich sage wir, weil ja, wir die eben beide abgöttisch lieben. Der Anschlag war ja ein absolutes Highlight, ich glaube in 18 oder war schon 17, ich habe schon wieder vergessen, ich glaube in 17, weil ich diese Zeitreise-Idee mit JFK einfach unglaublich gut fand und es mir wirklich großen Spaß gemacht hat. Wahn liegt noch auf dem Sub, ist ja auch relativ dick, wird, denke ich, aber ja, vielleicht jetzt tatsächlich in 19 Mal gelesen. Dann finden sich einige Fitzeks wieder und ja, es sind nicht alle Fitzeks in meiner Sammlung, denn ich habe hier wirklich nur die Highlight-Fitzeks eigentlich behalten. Es fehlen aktuell zwei, nämlich der Augensammler und auch der Seelenbrecher, meine Highlight-Fitzeks ja überhaupt. Die sind in Leihgabe, deswegen ist auch nach oben hin noch ein bisschen Platz. Alle anderen Bücher habe ich verschenkt, verliehen oder auch einfach weitergegeben an alle, die eben diese Verschwörungs ja, Fitzeks gut finden. Das Paket ist ja von der Optik auf jeden Fall auch sehr schön. Ich bin halt nicht so der größte Fan dieser Verschwörungsthriller von Fitzek. Ich mag seine Psychothriller mehr. Der Nachtwandler ist so eine Mischung aus beiden und auch bei Achtnacht, ja, könnte man jetzt sagen, es ist eigentlich auch nicht wirklich ein Psychothriller, aber dann doch irgendwie schon. Haben mir aber dennoch gut gefallen. Auch Das Kind ist wirklich bombastisch und der neueste ist ja Der Insasse, beziehungsweise Fische, die auf Bäume klettern, was ich ja auch noch mit gehört habe. Ja, ich finde halt auch, bei einem Lieblingsautor müssen nicht alle Bücher im Regal stehen, nur damit man sie hat. An anderer Stelle, denke ich, wird man das in meinem Regal auch nochmal sehen. Als Funko sehen wir hier Daryl aus The Walking Dead, mein absoluter Lieblingscharakter aus der Serie, der einfach bei mir einziehen musste. Dann haben wir ein etwas dekoratives Regalfach, wo einfach ein bisschen, ja, das Regal auflockert. Aktuell auch ein bisschen Osterdeko dabei ist, weil natürlich auch Ostern ist. Jetzt stehe ich mir, glaube ich, selbst im Licht, aber gut, kann man jetzt nichts machen. Das Fenster ist eben hinter mir. Ja, hier ein Regal, das so, ja, eine Mischung ist aus Highlight-Büchern, nämlich Der Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Ich habe hier alle 7 Bände stehen. Ich habe mir die ja nach und nach nachgekauft. Ich habe die ja ursprünglich gehört. Ich habe noch in keins dieser Bücher reingelesen. Habe alle 7 Bände in 5 Wochen weggesuchtet in 2018. Kann ich absolut empfehlen. Wir verfolgen eben Harry Clifton, ich glaube 70 Jahre lang oder irgendwie sowas in dem Dreh, 60 Jahre. Im Grunde im ganzen 20. Jahrhundert beginnen so um den Ersten Weltkrieg, verfolgen seine Familie, andere Familien, die irgendwie mit ihm zu tun haben und ja, fand ich einfach toll. Großartig erzählt, auch wirklich tolle Sprecherstimme. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was ich demnächst mal wieder rereade, jetzt nicht in 19, aber ich denke, so in 1, 2 Jahren ist das auf jeden Fall was, was nochmal gehört wird oder gelesen. Ja, dann drehe ich euch mal so ein bisschen um, wobei das für euch wahrscheinlich gar keinen so richtigen Sinn macht. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, hier aktuell nur Sub-Bücher, und zwar einmal Kenya Valley. Es spielt in Kenia und hat ganz positive Stimmen von ja, Bookstagrammern und YouTubern bekommen, sodass ich mir das zugelegt habe. Ich war ja selbst auch schon einmal in Kenia und wir sind, glaube ich, hier in 1920 und freue mich sehr, sehr drauf. Dann Neubeginn in Virgin River von Robin Carr. Da hat die liebe Ruth so geschwärmt. Das durfte dann auch bei mir einziehen. Hat wohl so ein bisschen ein, ja, ein Kleinstadt-Feeling.
wie es bei den Gilmore Girls war, bei Redwood Love war und ja, das hat man ja öfter mal, das mag ich ganz gerne. Wiedersehen mit Brideshead, ja, geht auch in die Richtung Downton Abbey, habe ich irgendwann mal gefunden, für Leute, die Downton Abbey mögen, ist dieses Buch toll. Ist auf dem Sub. Dann auch das Haus der vergessenen Bücher. Stand schon länger auf der Wunschliste. Ist dann mit eingezogen. Ich glaube, irgendwann mal, damit die 10 Euro bei Medimops voll wurden, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und das Mädchen, das in der Metro las, ist, glaube ich, ein geschenktes Buch gewesen. Was jetzt aber auch aufgrund seiner Dünnheit auch demnächst mal gelesen werden muss, worauf ich mich freue. Und ich bin wie Daenerys Targaryen und habe auch 3 kleine Drachenbabys hier liegen. Ja, weiter geht's dann mit einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen, nämlich ja, Adriana Popescu. Ich packe mal die Fernbedienung weg. Ja, hier seht ihr wirklich alle Bücher, die ich von ihr habe. Die New York Diaries hat sie ja zusammen mit Anne Freitag geschrieben unter Pseudonym und hier oben dann auch ihr neuestes Werk, also die dürfen hier wunderbar stehen. Lieblingsmomente war ja mein erstes Buch von ihr und seitdem habe ich wirklich alles weggesuchtet. Ich habe auch noch 2, 3 Bücher, ich glaube die Jugendbücher dann auch als E-Book, ich glaube das Paris-Buch habe ich als E-Book und noch irgendeins. Ja, die müssen aber auch demnächst nochmal dann bei mir einziehen. Dann 2 Nicolas Barrault, Das Lächeln der Frauen, eines meiner absoluten Lieblingsbücher von ihm und auch unter anderem kommt das definitiv bei den Liebesgeschichten ganz weit oben an. Habe ich auch schon einige Male verschenkt und Paris ist immer eine gute Idee, ist noch das Buch, was ich von ihm aktuell auf dem Sub habe. Zudem Jojo Moyes, Ein ganzes halbes Jahr, auch ein absolutes Highlight-Buch, was ich sehr, sehr gerne gelesen habe, ich glaube schon 3-mal gelesen habe und immer wieder schön finde. Auch den Film kann ich empfehlen, die Fortsetzung in der Reihe leider nicht so richtig, ich wurde mit Teil 2 nicht so richtig warm und Teil 3 habe ich dann gar nicht erst ja, gelesen. Dann gehen wir eins tiefer, wo sowohl Highlight-Bücher als auch Subbücher stehen. Von Corinna Boman habe ich im letzten Jahr Die Frauen vom Löwenhof gelesen oder gehört, was ich sehr gut fand. Deswegen durfte man noch ein anderes Buch von ihr einziehen. Auch von Nina George habe ich letztes Jahr ein absolutes Highlight-Buch gelesen, Die Schönheit der Nacht. Leider hat mir dann der Lavendelgarten, hieß es so, nicht so gut gefallen, aber ich habe noch das Traumbuch und die Mondspielerin auf dem Sub, einfach weil sie eben von Nina George sind und ich glaube, so sieht ihr es jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser. Dann kommen Tierbücher, beziehungsweise ja, in so eine Richtung könnte man es jetzt packen. Einmal haben wir hier Cleo von Helen Brown, hier geht es um eine Katze, die ihr Besitzerkind, wie auch immer wir es nennen wollen, so ein bisschen beisteht, denn das Kind ist so ein bisschen kränklich und wird dadurch ein bisschen aufgebaut. Dann Gwen Cooper, Homer und ich. Das ist ja also Homer ist eine taube Katze. Und ja, ich hoffe, man kriegt das jetzt mit der Spiegelung so ein bisschen hin. Ist ja eine taube Katze und ja, uns erzählt Gwen Cooper hier ihre wahre Geschichte mit ihren 3 Katzen, eben unter anderem auch Homers Geschichte. Dann die unglaubliche Geschichte des Henry N. Brown ist ja eine Geschichte aus Sicht eines Teddybären, die wirklich emotional ist, richtig schön ist und mir damals richtigen Spaß gemacht hat, deswegen sie auch noch hier steht. Mollys Weihnachtswunder von Melissa DeLay habe ich letztes Jahr zur Weihnachtszeit gelesen und ich mochte den zweiten Teil dieser Reihe unglaublich gerne. Den ersten Teil hatte ich nur als E-Book, deswegen habe ich mich gefreut, dass der zweite als Highlightbuch im Regal landete. So auch Eine Handvoll Glück von Massimo Vagjetta, ein Buch, wo es ja um die Liebe zu einem Igel geht, einfach wunderschön erzählt. Der Herzensräuber von Beate Riegert war 2017 ein absolutes Highlightbuch. Wurde von mir auch schon 3, 4 Mal weitergeschenkt und da geht es ja um den Hund, der ja im Grunde in einem Antiquariat landet und ja den Menschen ihr passendes Buch sozusagen übermittelt. Mit Gobi durch die Wüste, ein Highlight aus dem letzten Jahr von Dion Leonard, ein Extremläufer, der durch die Wüste Gobis läuft, dort auf eine Hündin trifft und ja, die er dann eben versucht mit nach Hause zu nehmen. Und dann ein Subbuch, Der Gast im Garten von Takisha Hiraide oder wie auch immer. Ja, ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber wo es eben auch um eine Katze im Garten geht. Und dann noch 3 Subbücher von Ursula Ponsnanski. Tatsächlich habe ich von ihr noch kein Buch
also selbst gehabt, was ich dann auch gelesen hatte, außer als E-Book. Ich habe ja das immer von einer lieben Freundin ausgeliehen. Säkulum 5 und Stimmen. Ich glaube, 5 und Stimmen ist ja eine Reihe. Und Säkulum, ich glaube, dann wieder ein Jugendbuch. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Bücher von ihr. Hier findet man nun einige Highlight-Bücher. Ich glaube, zu Der Übergang, Die 12 und Die Spiegelstadt von Justin Cronin muss ich gar nichts mehr sagen. Ich bin absoluter Fan der Passage-Trilogie und das wäre etwas, was ich auch relativ zeitnah einfach mal wieder lesen müsste, sollte, könnte, vielleicht sogar hören, aber ich glaube, da gibt es nur eine gekürzte Fassung. Ja, Red Rising, eine Reihe, die ich abgöttisch liebe, die Science-Fiction, Fantasy, Dystopie, alles in einem ist und ich wirklich abgöttisch geliebt habe. Hier stellvertretend den ersten Band im Regal von Thais gibt es ja aktuell nur 2 Teile, habe ich den ersten Teil gehört, mir dann in diesem schönen Bronzeton, habe ich glaube ich geschenkt bekommen und den zweiten Teil habe ich mir dann auch letztes Jahr auf der Buchmesse signieren lassen. Ja, eine absolut grandiose Reihe, wo es ja um Unsterblichkeit geht und eben um diese Gilde Thais, die eben den Tod bringen. Davor natürlich die Golden Girls, dürfen nicht fehlen. Die Berufene, auch ein grandioser postapokalyptischer Roman, der mir wirklich unglaublich gut gefallen hat. Dazu Die Hungrigen, das ist der zweite Teil, der die Vorgeschichte erzählt, noch nicht gelesen. Auch hier ist es schön, wurde mir zu Weihnachten geschenkt. Freue ich mich sehr drauf, weil es auch ein Wunschlistenbuch war, weil es auch so ein bisschen dystopisch klingt und ich das einfach unglaublich gerne lese. Davor 2 der Golden Girls, wer sie nicht erkennt, Sophia und Dorothy und da bin ich wirklich mega happy, dass ich die beiden sozusagen im Regal habe. Auch im nächsten Regalfach haben wir 2 Golden Girls, die bezaubernde Blanche und die etwas naive Rose. Beide nehmen wir jetzt aber einfach mal mit hier raus, damit ich euch die Bücher ja zeigen kann. Wir beginnen mit 2 Büchern von Kerstin Merkel, einer Autorin, die ich ja letztes Jahr in der Hugendubel Buchhandlung in Frankfurt kennengelernt habe. Und ich habe letztes Jahr Silence gelesen, ein wirklich ganz wunderbarer High-Fantasy-Roman, der mich wirklich sehr beeindruckt hat, sehr begeistert hat und was ich wirklich großartig fand. Auf Insaney freue ich mich schon sehr, möchte ich in diesem Jahr unbedingt lesen und ich freue mich auch schon auf das 3. Buch, wo sie gerade am Schreiben ist und ein bisschen was auch auf der Buchmesse dazu erzählt hat. Und dann kommen wir zu meiner Jackie Fellgut-Sammlung. Ja, ich habe mehr Bücher von ihr gelesen, als ich im Regal habe, aber ich denke, dass meine Sammlung von ihr auf jeden Fall noch wachsen wird. Zum einen natürlich mit jedem neuen Buch, aber ich möchte mir auch das ein oder andere Highlight-Buch auf jeden Fall noch als Taschenbuch holen. Die 2 letzten sind ja auch als Hardcover erschienen, was ich besonders schön finde. Und auch mein Lieblingscover Verliebt in Miami ist ja hier zu finden, was ja sogar auch in meinem Schlafzimmer hängt. Also ganz, ganz toll. Tolle Bücher. Wer Liebesroman, Lebensgeschichten mag, der ist bei Jackie absolut richtig und auch eine schöne Weihnachtsgeschichte gibt es ja hier. Die schönste Zeit des Jahres. Wer also zu Weihnachten so etwas sucht, sollte auf jeden Fall mit vorbeischauen. Und dann haben wir natürlich auch noch weitere Subbücher. Zum einen von Ella Younes, Wir in den schönsten Farben mit einem wirklich auch sehr, sehr schönen Cover, was mir gut gefällt, habe ich als Rezensionsexemplar von der Self-Publisherin erhalten, möchte ich jetzt unbedingt noch im April lesen oder habe ich vielleicht sogar schon gelesen. Ja, das werdet ihr ja dann vielleicht schon gesehen haben. Von Joe Platt, Herz über Kopf, war mal eine absolute Empfehlung, wurde bisher aber noch nicht von mir gelesen. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Von Fabio Wollo habe ich 2 Bücher schon gelesen. Das ist jetzt das 3. und letzte, was ich auf dem Sub habe. Zeit für mich und Zeit für dich. Ich finde seinen Schreibstil wirklich sehr, sehr gelungen. Ich mag es, wie er den männlichen Protagonisten wirklich so Leben einhaucht und ich finde es einfach mal schön, ja, Lebensgeschichten aus der Sicht eines Mannes zu lesen. Finde ich einfach toll. Und dann haben wir noch die Träumende Delfin, ein Buch, was auch schon länger auf meinem Sub liegt, aber ich denke auch demnächst mal davon befreit werden muss. Ich höre halt immer sehr viel, was dieses Buch mit manchen Menschen macht und ich weiß nicht, ob ich ein bisschen Angst davor habe, aber ja, ich stelle mich sozusagen demnächst meiner Angst. Hier haben wir dann auch wieder Lieblingsbuch und ein Subbuch. Ja, zu Pane muss ich glaube ich gar nicht sagen, habe ich mir dieses Jahr ja nochmal zum Reread vorgenommen. Damit begann meine Liebe zu Dystopien. Dann 2 Mary Lou, einmal Die Herrschaft der weißen Wölfin.
der dritte Teil der Young Elites-Reihe, stellvertretend sozusagen für diese grandiose Reihe, die ich abgöttisch wirklich liebe. Warcross ist, glaube ich, auch der zweite Teil, weil ich den ersten absolut gefeiert habe, musste der zweite als echtes Buch her. Hier oben haben wir Mary E. Pearson, Der Kuss der Lüge. Ich glaube, das ist der Auftakt der Reihe. Ja, ich glaube, hier steht auch eine 1. Ja, das, wenn es nicht der One-Verlag ist, könnte das durchaus für den ersten Band stehen. Auch eine Reihe, die ich ganz, ganz toll fand, besonders der erste Teil, wo wir ja eine Prinzessin haben, die sich ihrer Hochzeit sozusagen entwindet und dann von einem Auftragskiller und von ihrem Verlobten gesucht wird. Und ja, wir das ja so ein bisschen mitbekommen, wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Elias und Laia, ich glaube, es wurde genug geschwärmt. Ich habe den ersten Teil in der alten Fassung hier stehen. Ich hatte ja beide Bände gehört und werde auch den dritten Band dann wahrscheinlich passend zum vierten Band hören. Und These Broken Stars von Kaufman und Spooner, Jubilee und Flynn, ist, glaube ich, die zweite Geschichte der Reihe. Die erste fand ich richtig, richtig toll. Hatte dann aber irgendwie die Reihe aus den Augen verloren und habe dann das Buch letztes Jahr, ich glaube, in Berlin sehr, sehr günstig geschossen. Und dann durfte es mit. Dann Niemalswelt von Marisha Pessl, ein Rezensionsexemplar aus dem Carlsen Verlag. Was ich wirklich ganz, ganz toll fand, habe ich ja auch erst im Ende März, glaube ich, Anfang April gelesen. Wirklich eine ganz tolle Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, die auf jeden Fall im Regal stehen bleiben darf. Und Der Circle von Dave Eggers. Und ja, ich bin tatsächlich eine von denen, die diese Geschichte sehr, sehr gut fand, absolut gefeiert hat. Und einfach, weil sie war, wie sie war. Und ich finde auch den Film gar nicht so schlecht. Muss man nicht gesehen haben, aber ist ja mit Emma Watson. Und manches ist ein bisschen anders, was ich ein bisschen schade fand. Aber das Buch kann ich absolut empfehlen. Wer mal eine Science-Fiction-Dystopie ist, ist ja nicht direkt, aber es geht in so eine Kontrollrichtung, also wo diese ganze Social-Media-Welt, dieses überall kontrolliert werden, eigentlich hinführen könnte. Ja, wer das lesen möchte, der ist in dem Buch auf jeden Fall richtig, weil es auch einfach mal anders ist. Einen Stock tiefer finden wir dann meine Sherlock Holmes Reihe. Zum einen natürlich mit Sherlock und Watson als Funko, auch als Magnetlesezeichen habe ich sie hier. Hier hinten stehen auch die DVDs, obwohl ich glaube Sherlock immer nur über Netflix geguckt habe. Hier unten finden sich dann die drei Mangas wieder. Ich bin jetzt nicht der große Manga-Leser, fand das aber wirklich toll, weil ja, ich einfach sagen muss, dass man die Serie so einfach nochmal besser vor Augen hatte. Dann habe ich auch diese zwei wunderbaren Ausgaben aus dem Anaconda Verlag. Einmal die gesammelten Werke und die Romane. Noch nicht gelesen, muss ich echt zu meiner Schande gestehen. Ich glaube, das muss ich mal nachholen. Von Mr. Holmes zu Sherlock, auch ein Buch, was mir geschenkt wurde, wo es eben darum ging, wie der Hype sozusagen um Sherlock jetzt bei der Serie sozusagen, was das verändert hat. Dann von Arthur Conan Doyle natürlich die besten Geschichten. Habe ich irgendwie wo mal entdeckt, da hat mir die Ausgabe so gut gefallen. Und ich glaube, das ist eine englisch-deutsche Ausgabe, wenn ich mich nicht irre, genau, also wo man links Englisch hat und rechts Deutsch. Und auch Der Hund von Baskerville in dieser schönen Ausgabe habe ich mir in Münster mitgenommen, als ich bei Thorsten war. Und da war das eben in dieser, ja, wo Thorsten eben auch immer so ein bisschen einkauft. Das durfte mit. Das ist dann sozusagen meine kleine Sherlock-Sammlung. Und ich muss, glaube ich, tatsächlich jetzt einfach mal so eine echte Geschichte von Arthur Conan Doyle lesen. Und aber die Serie kann ich absolut empfehlen. Hier haben wir ein etwas, ich sage es mal, reiselustiges Regal, wo sehr viel angefixt wurde vom Weltwach-Podcast von Erik Lorenz, das kann ich schon mal verraten. Aber wir beginnen ganz unten, ich stehe mir leider selbst im Licht, Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg, habe ich zweimal gehört, einmal gelesen, habe ich mir für dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal vorgenommen. Dann Karawane oder ohne Wiederkehr von Bruno Baumann. Er war eben im Weltwach-Podcast und hat davon erzählt, wie er eben ja durch verschiedenste Wüsten gelaufen ist und erzählt uns natürlich jetzt hier auch davon, wie das eben ist, wenn man eben so kurz, also er ist ja wiedergekommen, aber wie das eben so sein kann, wenn einem Wasser fehlt und ähnliches. Kailash ist ja
ein ganz berühmter Berg im Himalaya-Gebirge, beziehungsweise eigentlich eine Heiligenstätte. Und das fand ich einfach mega, mega spannend. Ich habe von Bruno Baumanns, glaube ich, auch zwei Bücher schon gelesen. Eins kommt weiter oben, weil es einfach dünner ist und sonst nicht so optisch hingepasst hätte. Ja, manchmal habe ich irgendwie merkwürdige Begründungen, wie mein Regal aussieht. Aber ja, da freue ich mich sehr drauf. Jade Haarmeister, My Polar Dream, habe ich von der lieben Mascha geschenkt bekommen. Ich glaube, zu Weihnachten, ist in Englisch, muss ich unbedingt mal lesen. Ich weiß nur nicht, ob das eine Geschichte ist, die man im Sommer lesen kann. Dann 7 Jahre in Tibet von Heinrich Harrer. Ein ganz, ganz tolles Buch, eine wahre Begebenheit, wie eben der Bergsteiger, der österreichische Heinrich Harrer, auf den Dalai Lama traf, und die Freundschaft hielt ja wirklich sehr, sehr lange. Dann auch Dalai Lama, das Buch der Menschlichkeit. Ich glaube, ich muss gar nicht so viel dazu sagen. Ich bin dem Buddhismus eben sehr zugetan und kann mir hier sehr viele Dinge herausziehen und mag solche Bücher dementsprechend auch gerne. Das nächste Buch ist von Hesse, Siddhartha, also die Geschichte, wie Siddhartha zu Buddha wurde, wenn man so möchte, kann ich auch absolut nur empfehlen. Der Weltensammler von Ilya Trojanow, ebenfalls im Weltwach-Podcast gehört. Das Interview fand ich einfach großartig, muss aber auch unbedingt mal gelesen werden. Ich versuche das mit dem Licht mal so ein bisschen zu machen. Dann Bill Brisson, Frühstück mit Kängurus, ist bei mir eingezogen, nachdem ich Frühstück mit Elefanten gelesen habe, wo es ja in Afrika sozusagen spielt. Also das ist ja eine wahre Geschichte von Gesa Neitzel. Und hier geht es eben um Australien. Ja, muss ich noch lesen. Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert. Nicht nur ein tolles Buch, bereits 2 oder 3 Mal gelesen, sondern auch ein ganz, ganz toller Film mit Julia Roberts. Hier haben wir eben eine Amerikanerin, eben Elizabeth Gilbert, die ja irgendwie unglücklich ist in ihrem Leben, dann nach Italien fährt zum Essen. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie zum Beten hinfährt, wahrscheinlich nach Indien. Und die Liebe findet sie dann, glaube ich, auf Bali. Und ja, ein ganz tolles Buch, möchte ich dieses Jahr auch unbedingt mal wieder lesen. Dann kommen nochmal 2 Bücher von Bruno Baumann, Der Wüstengänger und Die Wüste Gobi. Die Wüste Gobi habe ich bereits gelesen, auch das Buch mit der Seidenstraße, was ich als E-Book habe, finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ich finde, Bruno Baumann hat viel zu erzählen und man kann ihm auch wunderbar in schriftlicher Form folgen. Und die 5 großen Glücksdiebe von Dr. John Isso habe ich ja jetzt vor kurzem auch erst gelesen und darf auch erstmal im Regal stehen bleiben. Dann haben wir hier noch stehen von Christine Türmer, Laufen, Essen, Schlafen. Die Frau, oder die bekannte, nein, es ist nicht die bekannte, es ist, glaube ich, die weitgewandertste Frau der Welt oder Deutschlands, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auch ihren 2 Podcasts oder 3, ja, habe ich auf Weltwach sehr genossen. Sie erzählt hier halt wirklich vom Wandern, vom Extremwandern, wenn man eigentlich so möchte. Und wie das eben, ja, so ist, als Frau da unterwegs zu sein. Und ich folge ihr auch auf Instagram, finde ich mega, mega spannend. Dann von Andreas Altmann, Triffst du Buddha, töte ihn. Ja, ein Buch, das ich mir erst vor kurzem mit bestellt habe. Ich bin sehr gespannt drauf. Auch Andreas Altmann ist im Weltwach-Podcast gewesen, wie ihr sieht. Ja, fixt mich dieser Weltwach-Podcast ganz schön an. Von Andreas Altmann habe ich, glaube ich, auch schon ein Buch mal vor einiger Zeit gelesen und bin jetzt sehr gespannt, was da dahinter steckt. Dann 12 Rules for Life von Jordan B. Peterson. Hier geht es eben um 12 Regeln für das Leben. Noch nicht gelesen, habe ich mir jetzt aber für den Mai vorgenommen. Vom Elefanten, der das Tanzen lernte, von Per J. Anderson. Hier hatte ich ja bereits ein Buch vom Autor gelesen. Er selbst ist ja Schwede, Norweger, ich glaube irgendwas von beiden. Und also Skandinavier, wollen wir es mal ein bisschen allgemeiner halten. Und ja, ist viele Male nach Indien gereist und erzählt hier eben ein bisschen was von. Und früher war alles leichter. Ich zum Beispiel von Simona Meyer habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen. Ich bin einfach mal sehr gespannt, was es mit diesem Buch so auf sich hat, ob das eher irgendwie meinen Humor trifft. Hier finden wir einige Highlight-Bücher, die auf jeden Fall im Regal ja, bleiben werden und dürfen. Angefangen von Matt Haig, Ich und die Menschen, ein absolut grandioses Buch, das uns Menschen durchaus mal den Spiegel vorhält und mir unglaublich gut gefallen hat. Seelen von Stephanie Meyer wird jetzt einige verwundern, denn ich bin ja kein so großer Fan ihrer Biss-Reihe, aber Seelen fand ich wirklich der Hammer. Und ja, es hat 2, 3 Längen,
die man hätte kürzen können. Aber die Geschichte, wo eben ja die Welt von Außerirdischen ja bewohnt wird, die sich als Parasiten in den Körper schleichen und den Körper übernehmen und im Grunde zur Perfektion bringt. Verletzungen können schnell geheilt werden und ähnliches. Und hier aber sich im Grunde die eigentliche Besitzerin des Körpers dagegen wehrt, dass der Wirt sie einnimmt und da wirklich Dialoge gehalten werden. Großes, großes Kino. Die Verfilmung leider nicht ganz gelungen, aber das Buch ist wirklich wunderbar und das wäre auch mal was, was man durchaus nochmal lesen oder vielleicht sogar hören könnte. Dann zwei Bücher von Daniel Klatthauer, Alle sieben Wellen und Gut gegen Nordwind. Zwei Bücher, die ja so in E-Mail-Form geschrieben sind, die mir wirklich gut gefallen haben, die auch nicht allzu dick sind und ich besonders den ersten Teil absolut gefeiert habe, weil man eben ja nur den Dialog per E-Mail mitbekommt, nicht wirklich weiß, was bei den Menschen sonst passiert, außer sie erzählen es eben den anderen, was ich großartig finde. Auch zwei Cecilia Ahern sind hier vertreten, PS Ich liebe dich und Für immer vielleicht. Das sind die zwei Highlight Bücher von Cecilia Ahern. Ich habe gefühlt fast alles bis auf die letzten zwei von ihr gelesen, weil dann irgendwann einfach ihr Stil in eine Richtung ging, die mir nicht so gefallen hat. Ich hätte auch gern noch ihre Jugendbuch-Dystopie-Dilogie hier, dieses Perfect und Flawed, was ich ja gehört habe und auch großartig fand. Ich glaube, die werden vielleicht nochmal als echtes Buch bei mir einziehen. Aber diese beiden Geschichten, ich glaube, ich muss gar nicht mehr so viel dazu sagen, sind auch beide mehr oder weniger gut verfilmt. Also ich finde sie eigentlich beide gut gemacht als Film. Kann nur tatsächlich mit, Gott, wie heißt die Schauspielerin im PS? Ich liebe dich, die auch diese Boxerin im Million Dollar Baby gespielt hat. Ja, wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, da konnte ich einfach mit ihr nicht so richtig viel anfangen, aber Für immer vielleicht ist sie auch ganz toll mit Sam Cleflin und Lily Collins verfilmt. Also wirklich großes, großes Kino. Ja, das einzige Buch, was von Paige Thun übrig geblieben ist in meinem Regal, ist Du bist mein Stern. Das ist ja die Geschichte um Cherry Jefferson und seine Assistentin. Mein absolutes Lieblingsbuch von Paige Thun und auch da habe ich ja die letzten zwei, glaube ich, gar nicht mehr gelesen, weil das eine Entwicklung genommen hat, die mir nicht so gut gefallen hat. Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger, eine Liebesgeschichte mit Zeitreisefaktor, die ich einfach großartig finde. Leider überhaupt nicht gut verfilmt. Bitte schaut euch den Film nicht an. Obwohl Eric Banner mitspielt, ist das eine katastrophale Verfilmung, aber das Buch ist wirklich großartig. Und dann zweimal John Green mit dem gleichen Buch, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, beziehungsweise im Original The Fault in Our Stars. Ein Buch, das ich, glaube ich, auch schon 3-4 Mal gelesen habe, was ich unglaublich gern dieses Jahr auch nochmal lesen würde und wahrscheinlich diesmal dann auch zum englischen Buch greifen werde. Dann habe ich ein Yoga-Buch von Ursula Carwin. Hier gibt sie Tipps und Tricks. Ja, ich sitze mir, glaube ich, wirklich gerade selbst im Weg, wie man eben Yoga in den Alltag integrieren kann. Dann die Bullet Journal Methode. Ich habe das ja zweimal geschenkt bekommen zum Geburtstag. Die deutsche Ausgabe steht jetzt noch hier, die englische ist weitergewandert. Dann das Glück der kleinen Gesten. Ein ja, sehr schönes Buch, habe ich, glaube ich, auch erst vor kurzem darüber erzählt. Und zweimal Guido Maria Kretschmer, das sind ja keine echten Bücher, wo eine Geschichte erzählt wird, wie beim Roten Kleid, sondern das sind ja eher so Anziehtipps, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Das Rote Kleid fehlt übrigens noch, deswegen ist hier auch noch Platz, das ist aktuell auch ausgeliehen. Und ja, ich führe tatsächlich auch eine Liste, welches Buch an wem irgendwie ausgeliehen ist, also keine Sorge, mir entgeht da nicht. Dann ja, das Regal rund um Dan Brown. Nicht richtig, glaube ich, sortiert nach den Erscheinungsbüchern, sondern tatsächlich irgendwie der Größe nach, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sakrileg, abgöttische Liebe, ist wirklich großartig erzählt. Das verlorene Symbol, ich glaube, das, die zwei, sind das da die vier Bücher von Robert Langdon. Fehlt da nicht irgendeins? Ich überlege gerade. Ich weiß gerade nicht, fehlt da eins? Sind das nur vier Geschichten von Dan Brown? Wahrscheinlich. Ja, Sakrileg gefällt mir unglaublich gut. Auch das verlorene Symbol, was ja in der gleichen Zeit erzählt, wie etwas passiert, war wirklich ganz, ganz toll. Diabolos, da geht es ja um einen Virus in einem Computersystem, was ja einfach großartig erzählt war. Halt kein Robert Langdon, daher glaube ich auch ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Origin müsste ja dann das Neueste von ihm gewesen sein, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Was mir leider nicht ganz so gut gefallen hat. Auch Meteor war nicht so der stärkste
Dan Brown, obwohl ich die Idee, dass eben ein Meteor irgendwo unter Eis gefunden wird und man da irgendwas vermutet, eigentlich cool finde. Und Illuminati, ich glaube, war auch mein erster Dan Brown, deswegen sieht das Buch auch schon ein bisschen zerschlissen aus. Habe ich auch, wie ihr seht, nicht als Hardcover, sondern nur als Taschenbuch. Hier geht es ja nicht unbedingt um die Illuminaten, wie es hier den Anschein nimmt, sondern eher ja um eine Verschwörung auch bei der Papstwahl, nachdem ein Papst gestorben ist. Ja, hier bin ich tatsächlich noch so ein bisschen zwiegespalten, ob wirklich alle Dan Browns im Regal bleiben, weil ich weiß auch nicht, ob mir die Bücher, die mir weniger gefallen haben, ob die nicht dann doch eigentlich auch wie bei Fitzek irgendwann mal auswandern werden. Ja, auch bei Eschbach ist schon einiges ausgezogen. Hier meine zwei absoluten Lieblingsbücher von ihm, das Jesus-Video und auch eine Billion Dollar. Gefühlt sehr, sehr viel von Eschbach schon gelesen. Habe auch noch zwei Bücher auf dem Sub. Die sind auf dem E-Book, auch weil sie einfach relativ dick sind. Ich fand auch viele andere Bücher von Eschbach grandios und gut. Aber diese zwei Bücher stehen jetzt einfach stellvertretend im Regal und dürfen auch bleiben. Im untersten Regalfach angekommen, seht ihr ja meine Hücke und Flow Magazine, die ich regelmäßig ausmiste und weitergebe. Auch mein Ausmalbuch und die kleine Auszeiten. Hier haben wir eine Box, in der ich Bücher aufbewahre, die sozusagen ausgemistet wurden, die ich dann irgendwann für Medimobs oder Rebuy fertig mache oder die dann auf dem Dach wandern. Hier ist eine Box mit ein bisschen Kram drin. Ich möchte das gar nicht so groß zeigen. Das ist so eine Ramschkiste, so ziemlich die einzige in meinem Wohnzimmer. Und das soll sie auch so bleiben. Und links haben wir dann nochmal Bücher, und zwar Markus Heitz Bücher, wobei das wirklich die Subbücher von ihm sind. Exkarnation, Aera, Totenblick und eben auch die Legende der Albae, wo ich ja den Schuber letztes Jahr bei Hugendubel ja im Grunde gezeigt bekommen habe von Phil, glaube ich, war es, und den auch mitnehmen durfte. Ja, die habe ich auf dem Sub und ich mag den düsteren, dunklen Stil von Markus Heitz super gerne. Ich weiß aber, dass ich in der Stimmung sein muss und ja, ich weiß auch nicht so richtig. Hat mich trotz aller Schwärmereien der Bücher und dass ich sie hier habe, hatte ich jetzt doch irgendwie keine Heizphase. Aber wenn sie kommt, bin ich auf jeden Fall vorbereitet. Und dann ein geschenktes Buch, und zwar Das Verschwinden des Josef Mengele von Oliver Gürs. Josef Mengele war ja ein Arzt, der unter anderem in Auschwitz tätig war, zur Zeit der Nationalsozialisten, der auch als Todesengel, glaube ich, von Auschwitz bekannt wurde, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und der unter anderem ja so Zwillingsforschung auch gemacht hat. Hier bin ich sehr gespannt, was dieses Buch erzählen wird, denn es greift ja, glaube ich, soweit ich den Klappentext verstanden habe, erst in der Zeit, nachdem er sozusagen aus Deutschland geflohen ist und dann in Südamerika gelebt hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das war es nun, das Expedit Bücherregal im aktuellen Stand April, Mai 2019. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein paar Kommentare da, welche Bücher ihr vielleicht schon kanntet, welche meiner Subbücher ihr mir absolut empfehlen könnt. Und ja, ob ihr auch so eine Unordnung gefühlt im Bücherregal habt wie ich und auch ob ihr so ein bisschen die Deko in eurem Bücherregal habt, das könnt ihr mir ja gerne mal mit schreiben, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.